Moin, sind Sie herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast. Lang ist es her, meine lieben Freunde. Ich weiß gerade. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, wie er gerade am Nicken ist. This way, revelation is at hand. Okay. Ja, Leute, ich weiß gerade gar nicht, wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben? Jahrzehnte. Ihr. Das ist ganzes Ende her. Es war ein Effernachtsicht, ne? Wusste ich's doch noch. Ich habe ja nicht den ganzen Tag Zeit, ne? Ja. War der Fette? Nee, das war einer von den Lümmelmännern, glaube ich. Oh, ich mag die Lümmelmänner aber nicht. Ich mag das ganze Spiel nicht. Oh Gott. Jetzt weiß ich auch, warum ich das Spiel nicht gespielt habe. Wo ich es dann nicht kam. Weißt du, da hatte ich doch eine gute Idee, dass wir zumindest gemeinsam das Whistleblower dann machen. Ja. Auch wenn es darüber anfangs Streitigkeiten gab. Wir erinnern uns. Ja. Shit. Ich brauche Batterien. Du wolltest ja unbedingt auf. Ja, ganz ehrlich, wir haben das Spiel jetzt zum wievielten Mal spielen wir das jetzt? Zum vierten Mal. Ja, da wir immer dank Max einige technische Probleme hatten. Boah, hier lag doch sonst auch immer eine Batterie. Kann doch nicht wahr sein. Boah, ich muss jetzt echt sparsam umgehen, ey. Warte, hier war nichts. Na, hier konnte man nicht hin. Was macht mein Computer da gerade? Oh nein, ich bin in die falsche Richtung. Die Musik lässt nichts Gutes voraussagen. Ja, leider. Ich glaube, hier vorne lagen irgendwo Batterien. Ja, hier waren mal zwei. Jawohl. So, warte. Eine habe ich noch. Das heißt, wie war das? Mit Linksklick. Muss ein bisschen näher rangehen, glaube ich. Was ist damit? Warte, ich muss mal nachladen. Hä? Lauf da nochmal entlang entsprechend. Lauf nochmal dran vorbei irgendwie. Jetzt. Ui, it's so sexy. Wie viele Batterien haben wir denn jetzt? Eine von zwei und wir haben voll. So, warte, nach unten. Da war, glaube ich, soweit ich weiß, eine Akte und ein Typ, der uns sofort abmoscht. Stimmt, da war ja was. Das war der Typ, der nicht kuscheln wollte. So, die Akte lesen wir gleich, sobald wir hier raus sind. Weil der uns nämlich jetzt in Ruhe lässt. Ich hol mir mal mein Handy zwecks Zeitmessung. Ja. So, und dann, was war das? J war's, ne? Genau, Auszug aus Project Paperclip. Project Paperclip, Joint Intelligence Objective Agency, GAOA. Dokument Number 8, von 186 Ablage 230-86-46-5, Auszug. Referenz. Gesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. Project Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy und Air Force heranzuziehen. Project 63 ist in erster Linie ein Verhinderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel dieses Programms ist es, bestimmte herausragende deutschen und österreichischer Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen, um dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Was auch immer das jetzt bedeuten mag. So, das weiß ich auch noch. Jetzt ging es dann hier hoch. Ach ja, der Sprung. Ach, jawohl. Master of Jump'n'Run, sag ich da nur. Ich sag keinen Kommentar dazu. Wäre auch besser. Das war echt der absolute Höhepunkt. Wir sind überhaupt das 100-Folgen-Special angekommen. Ich habe mich überhaupt nicht mehr für den Kanal interessiert den letzten Monat. Echt? Hast du auch keine Zeit gehabt? Momentan ist von Zeit her bei mir ein bisschen sehr knapp. War bei mir genauso. Das Problem war halt generell,
Ich hatte einfach A, keine Zeit und B, einfach kaum einfach Lust weiterzumachen. Noch dazu, was ich jetzt auch noch ansprechen möchte, auch wenn es eine, auch auf mich eine völlig falsche Sache wirft, aber ich habe es geschafft, auf GP einen Perma, nee, nicht einen Permaband, sondern einen 14-Tage-Band zu kriegen, was jetzt nicht gerade vorteilhaft ist. Boah, ich weiß nicht. Ich weiß, dass da irgendjemand war. Ich glaube, erst nachdem du dort Sicherungen eingebaut hast oder so. Nee, nee, nee. Der war da auch schon vorher, aber ich... Na, dann mach einfach mal YOLO. YOLO-Mode anwerfen und los geht's. Oh Gott. Einfach mal nach ganz hinten. Ich komme erst nachdem du dort eine Sicherung genommen hast. Nee. Doch, ich würde die Tür auch mal schön zuschieben mit dem... Mach ich auch. Achso, gedrückt halten. Aua, mein Finger. Hallo, das ist voll die kleine Wurst einfach nur, die er da hat. Sieht aus wie frisch angeknabbert. So, der hängt auch eine Runde ab. Drive in the nails! Drück die Nägel rein. Oder schlag sie rein. Aua, das tut weh. Und die Sicherung haben wir schon mal. Vorsicht, Vorsicht. Achtung, es klopft gleich einer. Sehr, sehr, sehr lieblich. Was steht da? 3 Eier, 5 Butter, nee, Spaß. Keine Ahnung, das ist zu kacke geschrieben. Was, es so. Klopft keiner an, es klopft kein netter Mensch an hier. Nein, es sind halt die Ungeliebten. Oh. Ich trau mich noch nicht so richtig. Oh Gott. Jetzt weiß ich auch, warum ich beim Spiel seelisch echt am Arsch war, ey. Danach werde ich wieder einen Psychotherapeuten suchen. Ich muss sagen, mein Blutdruck, bzw. mein Puls schnell, aber auch gerade ein bisschen nach oben. So. Der nette Herr müsste doch eigentlich mal langsam kommen, oder? Ey, ich weiß nicht. Der müsste doch eigentlich kommen. Na, alles klar, also ich bin fertig, aber was kann ich jetzt übernehmen? Nein, Spaß. Oh Mann, ich will. Das ist immer sowas. Auch wenn es nur ein Spiel ist, man hat einfach keinen Bock zu sterben, einfach nur. Denn man hat keinen Bock, so in eine Stresssituation zu geraten. Ja. Oh Mann. Da bringt das was, wenn ich ihn schließe. Ich bin. Ja, genau deswegen, das meine ich ja. Raus. Ich würde. Kommt ihr mir danach? Rennen. Ja, ich würde an deiner Stelle rennen, würde ich vielleicht machen. Oder auch nicht. In welche Richtung musst du jetzt, um die Sicherung zu bekommen? Es waren dann 2 Sicherungen, das weiß ich noch. Ja, ich weiß. Eine davon hast du ja. Nee, 3 waren es sogar. Eine war irgendwo hier, wenn ich hier reingehe. Dann nehme ich mir das. Oh mein Gott, wir werden so sterben. Ich werde so sterben. Das Spiel macht mich zum seelischen Krüppel. Okay. Jetzt hier. Close the door. Und da verkämpfe ich mich, bis der Typ wieder abhaut. Oh Gott, ey. Und auch bei der Musik, ey. Bei der Musik kriege ich einen Rappel. Ja, ne? So, warte, nee. Ich weiß gerade gar nicht, waren das 3 Sicherungen oder waren das... Das waren 3. 3, ne? Und hier liegt eine Batterie. Jawohl! Weißt du, deshalb bin ich Musiker, weil damit kannst du Leute beeinflussen. Ne. Okay. Wir lassen den Typ nochmal seine bestimmt sitzt jetzt vor der Tür und holt sich einen runter darauf, dass wir gleich den Schrank hier wegschieben. Boah, ich muss gerade sagen, ich krieg gerade ein bisschen Gänsehaut, ey. Ich bin da nicht so der Typ, der sich da so erschreckt, zum Glück. Ich bin halt jemand, der fiebert emotional immer mit solchen Spielen mit. Oh. Ich habe immer 1000 anderes im Kopf. Forest! Mach die scheiß Tür zu!
Okay. Safe. Mal hören, ob der kommt. Warte. Hör mal, wer da hämmert. Ja. Ja. Durchgucken. Ich erinnere mich noch an die Szene aus dem Let's Play. Da hatte der Typ schon halb eingedroschen, als ich dann den Schrank davor geschoben hatte. Dann konnte man da durchsehen, wie er sich dagegen gerammelt. Also eigentlich dürfte die jetzt wieder umkehren. Naja, geben wir ihm mal... Ja, geben wir ihm noch mal 20 Sekunden. Boah, weh, der hockt dann immer noch vor der Tür, ey. Dann kriege ich aber einen Schreikrampf. Wobei das wieder... Das wird dann aber wieder in einem Hausverbot bei dir endlich. Ich muss mich jetzt hier echt zusammenreißen. Okay. Oder ich muss irgendwie einen Weg finden, meine Eltern mal aus dem Haus zu bekommen. Okay, er dürfte jetzt weg sein. Probieren wir es einfach. Weil es auch gar nicht laut ist oder so, das Hin- und Herschieben. Ach, hallo, das ist voll... Alles easy. Okay. Dann hier lang. Und schnell weg, am besten. Was glaubst du, was ich mache? Ich renne in die falsche Richtung, das war. Die Musik spitzt sich zu und das ist nicht gut. Ach, hallo. Was sagt schon Musik aus? Musik sagt vieles aus. Komm, jetzt hier der Jump des Todes. Ja. Und die... Oh Gott, nein. Muss ich jetzt ernsthaft wieder an die... Guck, zum Beispiel das Spiel, das würde ganz anders rüberkommen, würde man da atemlos durch die Nacht als Hintergrundmusik belegen. Oh, ich stelle mir das gerade vor. Atemlos. Das kannst... Ja, der, macht, der Max ist ja nämlich jemand, der ist so freundlich, der macht das jetzt nämlich. Der haut jetzt hier bitte hinter atemlos durch die Nacht, wenn ich jetzt das öffne. Bitte mal so einen 5-sekundigen Soundtrack ab jetzt. Atemlos durch die Nacht. Oh, wo kam er dann nochmal hin mit dem Schlüssel? Aber du kannst es einsingen, dann kann ich es. Ja, mach das einfach so zusätzlich zu dem, was jetzt. Oh oh. Nee. Da ist doch. So, hier ist Schlüssel für den zweiten Stock. Das heißt eigentlich. Nein, nein, nächste Treppe. Ach, nächste Treppe. Ah! Oh. Ah. Intelligentes Olli. Zauberei. Alles gut bei dir? Ja klar. Alles wird im Schritt. Okay. Ich traute mir schon gar nicht Sorgen um dich zu machen. Okay, das ist gut. Ja, komm halt nicht rum hier, du Blöde. Follow the Blood. Immer eine gute Idee, wie wir wissen. Folge dem Blatt. Hm, ja. Folge dem Blatt. Baum. Was? Baum. Wie kommt es auf das schmale Brett? Mit dieser Phase bin ich schon lang links durch. Das ist schön. Follow the Blood, immer eine gute Idee. Ich sag ja immer Dorgelbecher. Was? Dorgelbecher. Was? Tragebecher? Dorgelbecher. Dorgelbecher? Dorgelbecher. Dorgelbecher? Dorgelbecher. 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 Ah, Dorgelbecher, alles klar. Okay. Ich habe zu viel Ätnabricht ausgespielt. Wer es nicht kennt, Dorgelbecher, Ätnabricht ausspielen, dann kennt was. Boah, Alter, bei der Glatze, ey, da krieg ich aber einen Glatzenfetisch, ey. Das muss ich ja mal ganz einfach sagen. Ich mach mir langsam Sorgen um dich. Was? Oh nein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh, ich bin ein Geist und ich möchte dir Schrecken einjagen. Das habe ich jetzt nicht mal so sehr erschreckt, aber ich weiß, dass jetzt bald gleich die beiden Pimmelmänner kommen, ey. Und weißt du was, die pimmeln mich immer so an. Ich hab so keinen Bock auf die, ey. Vor allem, weil die mich One-Hit machen, ey. Kotzen mich an. Ich werde bestimmte Stellen dieses Let's Plays immer mit melodramatischer Stummfilmmusik unterlegen. Oder Beethoven geht auch. Ja. Was gab, haben die das früher eigentlich im Kino so gemacht, wo es ja keinen Ton dazu gab? Haben die Musik separat laufen lassen?
Also als erstes gab es Orchester, dann war denen das zu teuer, dann gab es Pianisten, dann gab es sogenannte Kinoorgeln, die dann benutzt wurden und die dann auch verschiedene Effekte mitgebracht haben. Und dann gab es dann schon Schallplatten, also Schallplatten für Grammophon, und da war das schon ganz toll. Weil die Filme waren auch nicht sonderlich lang, die gingen vielleicht höchstens 5 Minuten. Also schön. Das sind ja unerwünscht, Leute. Also ich würde sagen, wir gehen einfach wieder rein. Ich traue mich ja schon gar nicht wieder durchzugehen, ey. Oh Gott, da kommen sie, ey. Ich würde an deiner Stelle andere Richtung einschlagen wollen. Echt? Ja. Wie die aber auch immer im Dunkeln sehen können, ey. Das ist voll Benachteiligung. Ich würde mich vielleicht unter ein Bett legen. Wenn ich hier wüsste, wo es hier... Quatsch, verstecken. Ja, leg dich halt auch noch so hin, ey. Und die werden schon vorbeigehen. Wenn wir tot sind, dann merkt man, dass die nicht, dass ich das nicht getan habe. Jo. Scheiße, nur dramatische Musik. Okay, das war Pimmi Nummer 1. Boah, Alter, ey. Das Arsch, Junge. Wie hieß denn eigentlich der Fette? Wie hat man den genannt? Tom. Tom. Ja, so hat man den genannt. Gut, erstes Date mit Tom. Schöne Folge eigentlich. Jetzt rausgekrochen und jetzt wegsprinten. Ich habe immer so tolle Folgen noch. Boah, nee, ich bin in die falsche Richtung. Nur so schön zweideutige Folgennamen, ne? Entweder erstes Date mit Tom oder Schiedsrichter beim Gangbang. Das sind zwei passende Folgen. Auf jeden Fall. Echt, Max, also was wir wirklich, mir tut sogar zwischen wirklich leid, dass ich mich so wenig inzwischen um den YouTube-Channel kümmere. Weil, ich muss ehrlich sagen, der lag mir früher doch ziemlich am Herzen. Vielleicht sollte man mal eine generelle Pause einlegen irgendwie mal. Nee, also ganz ehrlich, ich hatte jetzt eine etwas längere generelle Pause, was man jetzt einfach mal an der Stelle ganz klar sagt. Nee, ich meine bloß mal in einer späteren Zeit, vielleicht nächstes Jahr oder so mal, irgendwie mal ein, zwei Wochen mal wirklich komplett Pause machen. Oh shit. Scheiße. Ach Mist. Ich glaube, hiermit müsste die Folge auch zu Ende sein. 13 Minuten reichen eigentlich. Ja. 13 Minuten der totale Horror für mich. Dann renne ich noch ganz kurz weg und verstecke mich, und dann darfst du ab diesem Punkt dann übernehmen. Ja, ja, danke schön. Du bist so nett, Olli. Kein Problem, das weiß ich doch. Kann ich mich nicht verstecken. Wieso kann ich mich nicht unter einem leeren Bettgestell verstecken? Das ist voll unlogisch. Gut, denn Leute, mit den Worten unlogisch beenden wir diese Folge. Wem es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Dafür, dass wir uns hier weiterhin durch diese Hölle quälen. Und beim nächsten Mal macht die Max weiter. Bis dann. Bis gleich, Leute. Haut rein. Ciao. Hast du gerade gesagt, die Max? Nein, der Max. Gut.